Schön, dass Sie da sind. Sie kommt und stammt aus dem Vogtland, die beliebte Sängerin Stefanie Hertel. Viele Brandenburger kamen zu ihrer Promotour durch Ostdeutschland und da verriet sie den Havelstädtern, wie wichtig ihre Heimat, das Vogtland, sei. Deshalb hat sie auch einen Titel komponiert, der ihr während einer Autofahrt eingefallen ist. Heimat oder wie die Vogtländer sagen. Sehnt sich nach einem Stückchen Heimat und meine Heimat ist mir persönlich sehr, sehr wichtig und das ist ein Dankeschön an meine Heimat. Deswegen heißt auch die neue CD Heimat und schon mit 4 Jahren stand die sympathische Künstlerin zum ersten Mal mit ihrem Vater Eberhard Hertel auf der Bühne. Also auf stramme 30 Jahre im Showbiz kann sie schon zurückblicken, aber immer wieder ist sie gefragt. Tradition ist ihr wichtig und heilig. Beim Auftritt verriet sie, dass ihre Oma eine exzellente Köchin war und deshalb habe sie zu Ehren der Omi auch ein Lied über den leckeren Erdapfelkuchen aus dem Vogtland geschrieben. Dünn ist der Showstar geworden, sie achtet auf ihre Figur, das gehört heutzutage dazu, wenn man sich lange im Showgeschäft halten will. In ihrem Dirndl machte sie jedenfalls eine gute Figur. Stammt das eigentlich aus dem Vogtland, das Dirndl, oder aus Bayern, wo sie jetzt lebt, wollten wir von ihr wissen. Weder noch, das ist einfach modisch. Sehr schön. Dankeschön, vielen Dank. Jahrelang war sie ja mit dem bekannten Entertainer Stefan Bross verheiratet. Sie galten damals als das Traumpaar der Volksmusik. Doch heute ist jeder für sich glücklich, verstehen tun sich die beiden aber nach wie vor. Jetzt promotet sie aber erst einmal ihr neues Album und da geht sie am liebsten dahin, wo ihre Wurzeln sind. Wir haben gar nicht so viel Zeit, durch ganz Deutschland zu kommen. Jetzt sind wir heute in Brandenburg, sind natürlich viel in Sachsen, Thüringen, viel eigentlich in Ostdeutschland unterwegs. Aber es reicht leider nicht, um ganz Deutschland abzudecken. Im Herbst wird sie dann aber wieder auf große Deutschlandtour gehen und dann ihre neue Platte auch live singen. Einen Vorgeschmack bekamen die Brandenburger jetzt schon. Sie ist durch und durch ein Bühnenstar mit einem großen Herz für ihr Publikum. Ja, die hast du dir bestellt.